Kinderchen, so ein Monstertruck gehört so ein Monster-Hamburger. So ein großer? Ja. Lass dich gespannt sein. Ich hol mal alles her. Ich habe so ein Schokoladenstück. Das ist kein Monster. Ein kommt hin bei der Nur und da kriegen wir Warte, Mann. Günther, warte. Ich mach mal alles. Warte, bitte. So. Erste Zwiebel schneiden. Das sind aber keine Monsterzwiebeln. Pass auf, warte ich auch. Die werden zum Monster. Die gegessen werden. Ach, Peter, muss nicht weinen. Ich meine, du kriegst garantiert ein Stück ab, wenn er fertig ist. Also ein Burger. Oh, guck mal, die Augen klein. Nee, noch nicht. Doch, doch. Oh, da habe ich drauf gewartet. Genau. Ich habe keine Tränen. Doch, du zwinkerst doch gar nicht mit den Augen. Ich weine nicht. Mein Güter, du machst mir verrückt. Kann auch mal schadenfroh sein, oder? Lecker, gell? Nee, bis jetzt noch nicht. Günther, das ist fantastisch auch. Bin ja gleich mal gespannt, wenn alle Zutaten drin hast und dann mischen tust, wie du dann schwitzt. Du bist eine Pflaume. Bei Eier darfst du nicht sparen. Das soll packen besser. Und vor allen Dingen müssen immer frisch sein. Da passe ich auch immer auf. Das Pfeffer. Boah. Boah, Mama mia. Das ist ja mehr Pfeffer als gehacktes. Nimm doch beide, stell ich hin. Wie kannst du nur? Wie ich gesagt habe, hinstellen. Siehst du, die ganzen Zwiebeln sind unten. Ich mach sie da gerade rum. Günther, du Schandmaul. Das sind die Kochs von heute. Junge, 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 Junge. Die armen Kochs. Die haben keine richtigen Materialien. Hast du zwei Hände? Ja. Jesus, jetzt geht das rein. Jungs, bereitet mal den Grill vor. Machen wir. Okay. Ey, du kannst das gut, Manni. Ja, ich weiß. Mit dir was anzufangen ist immer schwierig. Manni, du lässt da Maul. Stell hier hin, hast recht. Ja, das... So, Manni, bevor du was anderes holst, holst du mir erstmal einen Stuhl. Der Stuhl kommt extra später. Manni, ich will mir doch hinsetzen. Ja, wo brauchst du einen Tisch, wenn du keinen Stuhl bringst? Ich bin schon ein armes Schwein hier, aber muss die ganze Zeit hier stehen. Uwe? Ja? Wir streichen mal das Arm. Das andere ja. Der Monster-Truck und der Monster-Fleisch hat genau dasselbe mit zu tun. Riesig, riesig. Ich habe auch die Zwiebeln etwas größer gelassen, dass sie nicht ganz wegbrennen. Und jetzt wird der Monster-Burger, also Monster-Burger erst geknetet. Ja, muss auch, aber trotzdem nicht zu dick und nicht zu dünn, dass auch gut durchfrisst, ne? Aber ja. Da leuchten deine Augen, das Wasser läuft ja schon im Mund zusammen, obwohl er noch gar nicht fertig ist, ne? So, und jetzt tust du das reinstecken ins Loch. So, und jetzt drehst du die Schraube rum, ja. Eine schön feste, Manni. Deine dummen Kommentare kann ich... mir schenken. Warum, Manni? So okay. Was sagt man nicht zum Bruder. Jetzt hol ich mir Metalle noch. Ja, hol mal, ich bleib hier sitzen, wa? Jetzt bringst du einen schönen, weichen Sessel mit, Manni. So, das ist aber hier zu kurz. Der hängt überall so weit rüber. Was? Das ist zu kurz, das hängt überall so weit rüber. Das sind nur zwei Stücke abschneiden. Du musst der Truck jetzt nicht auf ein Brot drauf. Günther! Ah, so eins für die Jungs und eins für dich. Ja. Und da musst du mir ja sagen. Ich habe mir aber sowas schon fast gedacht. Deine Seite natürlich dicker, ne? Fleisch. Schon klar. So, junges Mann, was macht ihr da? Soll ich mal drin Versteck holen? Ja, ich lass schon nicht fahren. Er hat Angst, dass es runterfällt. Lass Finger weg. Weißt du? Stell mal auf, dass es noch schnell warm wird. Ja.
Beim Grillen sind, wie auch in der Küche, die Rollen bei den Ludolfs klar verteilt. Peter kümmert sich um das leibliche Wohl der Brüder. Eiskalt, das ist geil. Das tut ja wie eine Lokomotive qualmen. Nee, das ist normal, das bisschen Fleisch, ein bisschen qualmen. Ich glaube, ich muss das gedreht werden. Und klappt es? Es klebt. Was soll das? Beim nächsten Mal drehen, soll ich dir da noch Knieschützer holen? Da kann ich schon hin. Da bin ich gespannt. So kann man das auch machen. Das ist doch gut, das könnte an einem Magen sein. So Jungs, euer Essen ist gleich fertig, lasst euch schmecken. Auf und ich gehe dann mal langsam nach vorne, passt wieder auf, ne? Okay. Ich hole meinen Burger raus, den kann ich mal belegen. Ruhe, und der ist jetzt schön braun hinten. Machen wir den hier drauf. Ah, der ist gut, da kommen nachher noch Sachen drauf. Hier. Salat. Ey, ich brauch keinen Salat, Manni. Da muss Senf drauf. Das muss drauf. Senf. Das muss drauf. Das muss drauf. Da muss noch Tomate drauf. Und gib mal Ketchup da. Ey, Uwe, komm nicht zu dir. Ja. Du wirst alleine essen, mach dich. Nein, kannst du essen. Ich hab mal gehabt. Okay. Guten Appetit. Ja. Guten Appetit, Jungs. Schmeckt gut, ja. Sehr gut. Danke. Aber morgen geht's rund mit dem Monster-Truck. Ich freue mich schon auf den Monster-Truck. Was hat der Peter mit dem Monster-Burger? Super. Ich freue mich, aber die Dinger sind auch nicht weg. Ich mach das Ding schon platter, den Monster-Truck. Ey, mach doch nicht platter, dann ist lieber der Monster-Burger, als das Ding platt zu machen.